Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Su teste Produkte. Ich bin Su und die Mimi ist wieder mit dabei. Sicher. Na klar, ist ja unser Ding hier so ein bisschen. Richtig. Heute haben wir wieder einen Einwegdampfer für euch mit dabei, von einem unserer Abonnenten gewünscht. Genau. Dem kommen wir natürlich wie immer total gerne nach. Ja. Heute haben wir von dem Hersteller Aroma King einmal Mixed Berry. Das war ja gewünscht von einem unserer Abonnenten. Das Ganze wieder Aroma King 600 Puffs und das Ganze mit 10 Gramm Milligramm pro Milliliter Nikotin. Das war jetzt schwer. 10 Milligramm pro Milliliter Nikotin in dem kleinen Gerät. Genau. Ja, und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich ne? pack das Ganze mal auf. Richtig, genau. Lass knacken, Püppi. So, wir haben wieder den Pappkarton. Genau. Und die Folie. Wie gehabt, ne? Immer kleiner Pappkarton Aromabeutel, damit da auch nichts schief gehen kann. Farblich finde ich die immer total geil, wenn die so ein bisschen zweifarbig sind. Was sagt der Rüssel? Doch, riecht schon gut. Riecht schon gut. Riech mal. Ich finde, das erinnert mich ein bisschen an Desperados. Ja, also ist nicht auf Hieb meins vom Geruch her. Aber ich bin halt auch nicht so ein Berry-Freund. Ich bin auch nicht so ein Berry-Freund. Aber wir kommen ja jedem Wunsch nach, wenn es machbar ist. Das ja. Schreiben wir euch auch immer direkt in die Kommentare rein, ob wir es gefunden haben, ob wir es bestellen können oder ähnliches. Ansonsten haben wir natürlich, wie gehabt, eine kleine runde Form. Ich sag mal, das ist ja bei Aroma King so, ja, Standard nenne ich es einfach mal, ne? Schön in rund. Genau. Was ich immer ganz klasse finde, ist so ein bisschen so dieses Eye-Catch mit bei, hat mit dem Gerät an sich nichts zu tun, sieht aber einfach nett aus. Unten werden wir gleich wieder hier die LED-Leuchte haben und oben haben wir ein schnabelförmiges Mundstück. Ja, mehr ist da so im ersten Moment erstmal nicht zu sagen. 600 Puffs laut Herstellerangabe, das Ganze mit 10 Milligramm pro Milliliter, hatten wir ja gerade schon erwähnt. Ja, und dann würde ich sagen, ich puffel mal los. Püppi startet direkt, ne? Damit wir auch wissen, wo die Reise hingeht. Mixed Berry. Berry ist ja auch immer so in Richtung Eis, finde ich. Also das ist immer ein relativ kühler Geschmack. Das ist auch kühl. Das ist auch, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist ja bisher eigentlich, ja, alles, was so mit Berry zu tun hat. Ne? Aber ich finde es lecker. Findest du gut? Ja. Jetzt schon. Jetzt schon? So richtig gut oder ist okay? Ja, doch, ist schon lecker. Ist schon gut? Doch, ich bin schon lecker, ja. Gut, über die Technik der Aroma King ja, verlieren wir gar nicht mehr so viele Worte. Sind wir ja immer echt super zufrieden mit. Unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Genau, aktuell testen wir ja einfach so die Geschmacksrichtungen durch, je nachdem, was unsere Abonnenten sich gewünscht haben. Also ich finde den lecker. Da merkst du auch richtig, dass da mehrere Beeren drin sind. Also geschmacksrichtig. Ja, also der ist auf jeden Fall nicht ganz so kühl. Ich zeige euch einmal wieder die LED-Leuchte. Finde ich lecker. Schmeckt mir. Also es ist Tatsache besser, wie wenn man nur so Blaubeere hat oder so. Da bin ich jetzt nicht immer so der Freund von. Da hatte ich jetzt so im ersten Moment dran gedacht. Ich denke, okay. Ja, aber es gibt ja unterschiedliche Beeren, ne? Johannisbeeren, Erdbeeren, was weiß ich nicht alles. Er ist auch ein bisschen süß mit dabei. Ja, deswegen ne? sag ich also, ja, ne? Ich finde den schon lecker. Schlecht finde ich ihn jetzt auch nicht. Wie kommst du denn klar mit dem Eis? Hm. Ja, nee, geht so, ne? Ja, weil der schon relativ kühl ist. Aber ich finde, die Beeren übertreffen das Ganze dann auch wieder. Also ich muss schon recht zaghaft ranziehen. Also das ist jetzt nichts, wo ich so richtig lospuffeln kann. Da würde ich direkt Kratzen im Hals kriegen und Hustenanfälle, das merke ich schon. Also es killert so ein bisschen im Hals, aber das ist ja bei Eis bei mir grundsätzlich. Das ist jetzt eher die Beere, die kalte Blaubeere da mit drin, würde ich einfach sagen, die da so ein bisschen... Blaubeere? Doch, da ist garantiert auch Blaubeere mit drin. Vom Geschmack her würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. Zwar auch süß. Aber ich würde sagen, da ist eine Heidelbeere drin, ja, aber keine Blaubeere. Nee. Nee, meinst du nicht? Okay, da will ich mich jetzt gar nicht drauf festlegen. Es ist ja ein Beere-Mix. Wir wissen nicht genau, welche Beere da wirklich mit drin ist.
Aber geschmacklich gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, finde ich auch gut. Da haben wir schon den ein oder anderen schlechteren gehabt. Ja, genau, also geschmacklich schon echt nicht schlecht. Für mich persönlich, aber das ist eine reine Geschmacksrichtung, ist es jetzt nicht mein absoluter Favorite, aber es schmeckt erstaunlich gut. Ja. Auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, dementsprechend bekommt er natürlich von uns einen Daumen hoch. Ja. Also können wir geschmacklich auf jeden Fall empfehlen. Die Technik der Aroma King war bisher immer überzeugend, da brauchen wir, denke ich mal, kein Wort drüber verlieren. Ne? Aroma King ist mit einer der besten Hersteller. Genau, richtig, also auch mit einer der größten, die meiste Auswahl mit anbietet. Also da sind wir auf jeden Fall ja, auch Fan von mit, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ansonsten, wenn ihr mal eine Idee habt, was wir für euch testen sollen, könnt ihr uns das super gerne schreiben, am besten per E-Mail mit Produktlink drin, damit wir genau wissen, was ihr von uns getestet haben wollt, an zu-testet-produkte@web.de. Genau, wir schreiben euch natürlich dann auch direkt zurück, ob das möglich ist, ob wir es bekommen, ob es erhältlich ist oder ähnliches. Genau. Da müssen wir ja immer so ein bisschen nachschauen. Wir hatten jetzt auch schon den einen oder anderen, der sich was gewünscht hat, was in Deutschland lieferbar, nicht mehr vertrieben wird oder eben nicht lieferbar ist oder so. Da bitten wir natürlich um Verständnis. Ansonsten versuchen wir, jedem Wunsch nachzukommen. Es kann immer mal den einen oder anderen Tag dauern, weil die Produktwünsche... Leider, ja. Na, was heißt leider? Es macht uns ja Spaß. Spaß, nee, ne? Leider dauert das immer. Aber ein leider, bisschen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Es kann immer ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis wir das natürlich dann auch hier haben, bis es dann dran ist zu testen. Wir versuchen das so ein bisschen zeitchronisch zu machen, je nachdem, wie die Anfrage gekommen ist und wie der Lieferweg einfach war. Ansonsten sind wir da immer total offen und freuen uns über jede Mail von euch. Ja, und dann würden wir sagen, wir hoffen, euch hat unser Video gefallen, Lasst wie immer. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Genau, das Abo nicht vergessen. Die Glocke anschalten. Genau, damit ihr keinen unserer Beiträge verpasst. Oder unsere Livestreams. Richtig, wir streamen nämlich auch auf YouTube und Twitch live. Da kommt immer eine Vorankündigung von uns ein paar Tage vorher. Und da freuen wir uns natürlich über rege Chat-Aktivität. Auf jeden Fall. Ne? Ansonsten würde ich sagen, meine Lieben, ihr findet uns natürlich auch auf Instagram und Facebook unter zu-testet-produkte. Ansonsten würde ich sagen, uns hat es wie immer mega Spaß wir mit euch gemacht. Euch auch. Genau, richtig. Und dann sagen wir Tschüss, ihr Süßen, bis zum nächsten Mal.